Aber die Ehre und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zum Thema Zielsetzung. Es ist immer noch Anfang des Jahres. Du bist guter Dinge und optimistisch, dass sich dieses Jahr alles ändert, wieder zum Alten besser wird. Aber irgendwie hast du keine Ahnung, wie du hinkommst. Und wie du das Ganze erreichen sollst und wie du auch deine Ziele richtig angehst und deine Vorsätze, deine Vorhaben für dieses Jahr. Lebst weiterhin so in den Tag hinein und sagst dir, ja, irgendwann kommt schon der Tag, irgendwann sind die äußeren Umstände, die Wirtschaft, dein Berufsleben, deine Partnerschaft, sind die irgendwie so, dass du die Energie hast, die Zeit. Ja, mal wirklich an deinem Ziel, an deinem, was für dich wichtig ist, dran arbeitest und dich hinsetzt und sagst, hey, jetzt nehme ich mir das mal diese Zeit für mich und gehe mal an die Sache richtig und ernsthaft dran. Aber dann wird es schon wieder Ende des Jahres oder das Jahr geht schnell vorbei, du gehst in den Sommer über, die Sommerferien verbringst du am Strand, beim Baden. Oder zu Hause badest in der Sonne und hast nicht so wirklich Lust, dich drum zu kümmern. Und am Ende des Jahres stehst du wieder da und sagst, hey, meine Vorsätze, mein Vorhaben hat sich ja doch wieder nicht so ergeben, wie ich es wollte. Daher heute mal ausnahmsweise nur zwei Punkte, die es zu berücksichtigen gibt, wenn du dir deine Vorsätze nimmst und wenn es darum geht, wie du es auch strukturiert angehst, um zu deinem Erfolg zu kommen. Und zwar geht es darum, dass du erstmal ein großes Ziel steckst, ein Ziel, das dich antreibt, ein Ziel, das dich inspiriert, ein Ziel, das dich leidenschaftlich ja, macht, das dich früh aufstehen lässt, das dich nicht schlafen lässt, weil du ständig in Gedanken dabei bist. Und das kannst du eigentlich machen, indem du dir die Frage stellst, oder das Ganze vereinfachen zumindest, indem du dir sagst, was will ich denn eigentlich wirklich? Was will ich denn eigentlich noch in meinem Leben erreichen? Was will ich denn, wie will ich denn, dass meine Kinder, dass meine Freunde, dass meine Eltern, meine Liebsten, mein Umkreis, mein persönlicher, mein sozialer, wie soll der mich in Erinnerung behalten? Und was will ich auch weitergeben, was mir am Herzen liegt und vielleicht auch der Menschheit oder meinem Ort, meinem Verein, ob es jetzt Sportverein ist oder Tanzclub, wie auch immer, was will ich denen zeigen, wie will ich in meinem Leben vorangehen, dass ich auch jemand bin, der andere irgendwie inspiriert, vielleicht was an seinem Leben zu ändern, weil du merkst, dass manche Leute vielleicht nicht glücklich sind in ihre Art zu leben. Also ganz wichtig ist es, dass du dir was wirklich Großartiges vornimmst, was du vielleicht auch schon als Kind geträumt hast, und dann wieder vielleicht dich da mit deinem Ich dann irgendwie zu finden und zu identifizieren, was denn dich wirklich ausmacht und was du für einen Beitrag leisten kannst hier in diesem Dasein. Das wäre der erste Punkt. Der zweite ist, was brauchst du dafür, um dieses Ziel zu erreichen? Was sind die Ressourcen, die du heranbringen darfst und die du dir beschaffen darfst? Und da solltest du auf jeden Fall ein großes Augenmerk legen auf die Finanzen. Was darf ich investieren? Brauche ich vielleicht als Unternehmer im handwerklichen Bereich brauche ich eine neue Maschine, brauche ich eine neue Maschine oder Geld für oder mehr Umsatz, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren, weil ich mein Unternehmen erweitern will, und so weiter und so fort. Dann ganz wichtig auch sind die menschlichen Ressourcen, auf Englisch hier Human Resources, also welche Menschen brauche ich in meinem Leben, damit sie mir die entsprechenden Informationen geben, damit sie mir mit Beispiel vorangehen, damit sie mir Dinge erklären, wie ich vielleicht an mein Ziel rankomme. Das kann zum Beispiel ein Coach sein, das kann
ein Mentor sein, das kann auch eine Ausbildung sein, eine Fortbildung oder ja, einfach, dass du dich in einen Kreis von Personen begibst, was ja neudeutscher Mastermind heißt zum Beispiel, die vielleicht schon an dem Punkt angekommen sind oder ein ähnliches Ziel schon angegriffen haben oder erreicht haben, wo du gerne hin willst. Und das Dritte ist, dass du dich auch vielleicht mit Technologien befasst oder Rohstoffe, wie auch immer du nennen willst, Rohstoffe im herkömmlichen Sinn. Wenn du Bauer bist, dann brauchst du vielleicht eine neue Art von Saatgut oder du brauchst eine neue Erde, neue, weiß ich was. Oder wenn du im Online-Geschäft tätig sein willst oder ja, irgendwie was mit sozialen Netzwerken machen willst, dann brauchst du vielleicht einen Zugang zu Facebook oder du brauchst oder du beschäftigst dich mit Instagram oder LinkedIn auf der professionellen Ebene oder vielleicht auch einfach nur YouTube. Also es geht darum, dass du einfach verstehst, wie du dann auch entsprechend deine Ziele an die Menschen bringst, wie du auch auf dich aufmerksam machst. Und dafür ist es wichtig, eben, dass du nochmal dir ganz klar und deutlich dir vor Augen führst, was du willst, ob du auch da, was du wirklich willst, was du von Herzen willst, also dein Ziel, dass du es klar definierst, dass du sagst, glaube ich daran, ja, kann ich das machen, erreichen? Bisher hast du vielleicht auch schon einiges erreicht, ob es jetzt schnell ging oder vielleicht auf Umwegen zu irgendeinem Ziel kam, das du dir irgendwann mal ausgedacht hast oder vorgenommen hast, hast du es trotzdem geschafft. Also warum sollst du dann nicht auch was vielleicht Größeres schaffen, wo du momentan noch nicht genau weißt, auf welche Art und Weise du hinkommst. Und dann, wenn du diesen Beschluss gefasst hast, dann ja, beschaff dir die Umstände, kreier diese Gegebenheiten, hol dir die Menschen, beschaff dir das Geld, auch ob es jetzt Sparen ist oder ein Kredit, vielleicht auch vielleicht auch mal aufnehmen, auch notwendig ist. Und auch ganz wichtig, dass du dann auch die Maßnahmen auf technologischer Seite ergreifst, dass du sagst, ich brauche die und die Software, was auch immer, damit du weiterkommst und eine gewisse Reichweite erreichst. Das war's für dieses Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Name ist Martin Zimmermann und ich helfe erfolglosen und zurückhaltenden und auch unzufriedenen Menschen Mut zu gewinnen, damit sie ein nachhaltig freies, unabhängiges, auch aus finanzieller Sicht erfolgreiches Leben selbstbestimmt führen können. Wenn du Lust hast, dich mit mir auszutauschen oder noch mehr erfahren willst, wie du deine Ziele auf eine effektive und einfache Weise erreichen kannst, dann buch doch einfach einen Termin. Der Link ist in der Beschreibung. Einfach draufdrücken. Zeit aussuchen und dann reden wir über deine aktuelle Situation und ob ich dir eventuell weiterhelfen kann. Und zu allerletzt, ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann setz einfach einen Haken oder gib mir ein Like und abonniere auch gerne meinen Kanal. Ich bin auch in anderen sozialen Netzwerken noch präsent, wie zum Beispiel in Telegram oder in Facebook. Da kannst du mich finden. Unter dem Link, der auch in der Beschreibung steht. Danke nochmal und schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich aufs nächste Mal und viel Erfolg bei all deinen Unternehmungen.